Josef ist müde. Ja. Josef ist ein Schlafmotze. Also, was ist passiert? Ich hab geträumt von Knädeln. Ja, zur Sache. Ich werde jetzt diese Kellner hineinschicken und er soll feststellen, ob sie überhaupt in ihr Zimmer ist. Hm? Hallo, Herr Ober. Bitte. Slippery! Bill! Ist das eine Possibility? Was machst du hier? Du darfst nicht weiter sagen. Ich arbeite. Du arbeitest? Ja. Also ich sag's nicht weiter, das glaubt mir ja sowieso niemand. Ach ja, dieses hier ist Herr Josef Powiedl aus Wien. Es ist gut so, ja. Also nun sag mal wirklich, was machst du hier? Nächste Woche ist hier Schluss. Ich eröffne nämlich ein Nachtlokal. Ein Nachtlokal? Wo? Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Türken, Perser, Inder und Chinesen. Wer auf der Welt was auf sich hält, ist da gewesen. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Oh lala, ich bin da, in der herrlichen Stadt an der Seine. Oh, ich finde Paris ja so schön, doch heute Nacht hab ich was Tolles gesehen. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Dänen, Deutsche, Schweizer und auch Schweden, die dann ein Leben lang von dieser Reise reden. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Alle zum Pigalle und sind gefangen in der großen Mausefalle. Ho, 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 yeah! Oh, la, la, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Menschen aller Nationalitäten. Es rollen Franken, Dollar, D-Mark und Peseten. Pigalle, Pigalle, so heißt die große.